So. Zack, zack. Ich muss mal zu ihrer Gottheit, ihrer Majestät der Gottheit. Boah, hier wird da keinen schnelleren Weg. Aha, kenne ich noch gar nicht. Die Herrschaft des verrückten Sonnenkönigs. Sei gewarnt, Leser, denn als wahres Zeugnis der Taten des verrückten Sonnenkönigs Jiran sind diese Glyphen mit Blut befleckt. Wahrhaftig, diese Grausamkeiten können kaum ausgesprochen werden. Also bete um die Reinigung der Sonne für dich selbst und den Erzähler dieser Geschichten. Du wirst von den tiefen Wunden hören, die fremden Ländern auf der Jagd nach Blutopfern zugefügt wurden. Von den roten Raubzügen. Denn der verrückte Sonnenkönig befahl, dass eine ganze Generation aus jedem Dorf entfernt werden sollte, sodass sie bereitwillige Opfergaben liefern und Kämpfer für den nächsten Raubzug stellen würden. Die Utaru, die ihn mit Getreideabgaben besänftigen wollten, wurden in solcher Zahl niedergemetzelt, dass sich im folgenden Herbst der Mais vom Blut der Toten schwarz und blau färbte. Bei den Osaram schichtete der Schrecken der Sonne die Leichen der Gefallenen an den Mauern ihrer Dörfer auf, damit sie seine Falken über die Berge der Toten dort einfallen konnten. Und im Tal der barbarischen Nora, Schrecken des wilden Ostens, erfolgten so viele Gräueltaten, dass die Bäume als Zeichen der Warnung mit Leichen behängt waren. Wer etwas über die Grausamkeit des verrückten Königs gegen sein eigenes Volk lesen möchte, soll hier nicht enttäuscht werden. Lies von den Toten der Verurteilten im Sonnenring. In allen Einzelheiten, als hätten ihre zerschlagenen Schädel es selbst berichtet, nachdem man sie vor den Toren der Stadt aufgehängt hat. Auch wirst du keinen erschütternderen Bericht über das Massaker der Jägerloge finden. Während du liest, stell dir vor, du wärst unter diesen tapferen Habichten, die bis zum Letzten gekämpft und mit ihrem Blut den Sand tränkten. Vom Tagesanbruch bis in die Nacht, oder stell dich im Publikum vor, als die losgelassenen Behemoths in die Tribünen stürmten und Holz und Knochen zermalmten. Und dieses wahnsinnige Blutbad nahm der verrückte Sonnenkönig gnadenlos in sich auf. Er wandte seinen Blick nicht einmal ab, als sein eigener Sohn in diesem Ring des Todes aufgespießt wurde. Ja, der blonde Kadaman, Kadaman vom Erwachen der Dämmerung, entwürdigt und verdammt für das Verbrechen, sich gegen seinen Vater aufzulehnen. Einen so wahren und vollständigen Bericht über die Taten des verrückten, Sonnenkönig Jiran findest du nicht in den Annalen und du hörst ihn nicht von den Schätzern der Sonnenpriester. Ich schreibe ihn mit schwerem Herzen und lasse keines der schrecklichen Ereignisse aus, denn das ist meine Pflicht der Geschichte und dir gegenüber, tapferer Leser. Oh, okay. Habe ich mal erwähnt, dass mir extrem viele Texte fehlen. Extrem viele. Ja. Da habe ich noch gar nichts gemacht. Was ist das? Erhöht die Konzentration. Nur
ruft eine neu überbrückte Reitmaschine, wenn keine andere verfügbar ist. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr so viele Rohstoffe. Das da wird mich interessieren. Oh, eine Kiste. Hä? Oh, eine Kiste. Lasset mich durch, ich möchte zum König. Aber vorher. Awad. Tadelloser Morat. Ehrend. Okay, alle sind schon da. Wir alle haben im großen Zusammenhang der Dinge unseren Platz. Echt? Du bist ein ganz harter, ha? Huh? Mein Bote wird die Neuigkeiten im Anrecht verbreiten. Wenn noch irgendetwas für ihre Trauerfeier gebraucht wird, sagt es einfach. Dafür ist später noch genug Zeit. Eloy. Ah. Das habe ich doch beim letzten Mal schon erspäht. In die Gründung Meridians. Wir sind Karja. In uns fließt das Blut derjenigen, die Ahriman vor langer Zeit aus der Verfolgung führte. Wir kamen aus dem fernen Wilden Osten als Wächter eines Schatzes, der wertvoller ist als Land oder Metall. Die Blätter der Alten. Ahriman fand die Blätter in einer Ruine, beschien von einem Sonnenstrahl und erkannte sofort ihre Bedeutung. In ihnen fand er die ersten Lehren zur Beobachtung der Sonne, zum Erkennen ihrer Wege und zur Stellung der Menschen. Aus den Blättern kamen die ersten Glyphen, die ersten Schriften, durch die unser Wissen, unsere Stimme überdauern konnte. Doch als unsere Vorväter dieses Geschenk teilen wollten, wurden sie von denen verstoßen, die sie einst Stammesvolk genannt haben. Jene fürchteten, das Licht des Wissens könnte ihre Ignoranz verbrennen, oder sie waren neidisch auf seine Macht. So begann die lange Wanderung unseres Volkes, das nur darauf vertraute, dass die Sonne ihm den Weg weisen und sie vor den barbarischen Stämmen retten würde. Die Reise war hart, der Weg gesäumt von Gedenksteinen der Familien, die unterwegs fielen. Auch Aramans eigene. Die Verfolgung hielt an durch jene, die nach sinnlosen Verderben und Vernichtung trachteten. Doch der Glaube der Karja wurde von einer fernen Vision belohnt. Ein Turm, wie ein steinerner Sonnenstrahl, der am Horizont leuchtete. Selbst als ihre Feinde über sie kamen, folgte Ahriman dem Flug der Grauhabichte und führte sein Volk durch dunkle Schluchten und wimmelnde Dschungel. Wieder sahen sie den Turm, jetzt so nah, dass er bis zur Sonne zu reichen schien, und sie sahen die Grauhabichte, die darauf rasteten. Im Licht der Sonne warf der Turm, unser Turm, seinen langen Schatten auf einen Berg und über das grüne Tal. Ahriman wusste, dass er einen sicheren Hafen für seinen Stamm gefunden hatte. Denn dies war ein Ort, den Ungläubige mieden, die sich vor der Pracht des Turms duckten oder vor den glänzenden Federn der Grauhabichte. Er nannte diesen Ort Meridian, nach einem Namen aus den Blättern, und der Stamm siedelte sich im Schutz des Berges an. Der Ort war in jeder Hinsicht gesegnet. Sie erbauten ihre Steinhäuser aus seinen reichlichen Rohstoffen und bald auch aus dem roten Fels des Berges selbst. Sie krönten ihn mit dem ersten Säulen der Stadt der Sonne.
Die Sonne schenkte den Nachkommen unserer Vorväter wahrhaftig viel und gewährte Meridian reiche Ernten und Wohlstand, und sie schützte die Grenzen des Sonnenreichs, soweit der Schein ihres Lichts reichte. Meridian schützt uns vor den dunklen Pfeilen und Ränken unserer Feinde, und mit der Zeit betrachteten Fremde uns Handel und Tribut brachten. Heiliges Meridian, ohne den Turm und die Sonne gäbe es kein Meridian, aber jetzt und für alle Zeit steht es als Denkmal für beide. Und der Ruhm Aramans und der Gründer zeigt sich erneut in jedem Sonnenkönig der strahlenden Linie und in den Adelsfamilien des Sonnenhofes. Und vielleicht ein bisschen beschönigt. Aber das hier ist ja der Palast, ne? Ich würde übrigens gerne wissen, ob ich da hinten auch irgendwie rauskomme. Aber das hier ist ja der Palast, ne? Und hier muss doch irgendwo... Hier ist, glaube ich, der Turm, oder? Ja, da. Da würde ich ja auch noch gerne mal hin. Da muss ich nachher mal... Was ist das? Wollte ich schon 3 oder 4 Mal machen, glaube ich. Ach ja, genau, zu dem muss ich ja auch noch. Ja, später. Mein König. Schön, dass du da bist. Es ist so schrecklich mit Ersa. Dass sie schließlich doch tot ist, erscheint grausam. Sie würde hier keine Zeit verschwenden. Sie würde Derval suchen. Sie sagte, er sprach von Rauch, der die Sonne verdunkelt. Sag ihnen, was du gefunden hast. Ein Brief. Darin ging es um eine Lieferung Lohe an ein Lagerhaus hier. Aber der Empfänger war nicht Derval, sondern ein Elund Schmied. Sagt dir der Name was? Kommt mir bekannt vor. Ja, ein Hausbesitzer. Die Osaram haben in der ganzen Stadt Häuser gekauft, eins davon unter diesem Namen. Mal sehen, es steht am Rand des Berges, nahe beim Tempel. Es war mal ein Laden, der auch als Lager nutzbar ist. Wenn Derval es unter falschem Namen gekauft hat, könnte er jetzt dort sein. Ich rufe meine Männer. Wir treffen uns dort. Erend, warte. Denk dran, niemand hasst Derval mehr als dein eigener Stamm. Die Klane würden einiges für ihn geben. Er soll leben? Damit du um ihn falschen kannst, das kann nicht dein Ernst sein. Für die Sicherheit müssen wir Frieden halten. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, nimm ihn gefangen. Und das ist dein Befehl. Aloy, einen Moment. Bitte. Ja. Als wir sprachen, sagte Erend mir nichts über die Details von Ersas Tod. Verständlich, natürlich. Sie ist jämmerlich verreckt. Aber da alles meiner Vorstellung überlassen blieb, male ich mir das Schlimmste aus. Hm? Du warst dort. Hat sie gelitten? Tierisch. Das weiß ich nicht. Also ich gehe von aus, dass die beiden was hatten, aber... Sie leidet zumindest jetzt nicht mehr. Aber ihr. Sie starb ohne einen Abschied von euch. Was? Ist das so offensichtlich? Es stimmt. Ich rede von meinem Schmerz, nicht von ihrem. Und es gibt nur eine Sache, die dagegen hilft. Gleich die nächste. Bring ihn zu mir. Er wird für sein Verbrechen büßen. Nein. Nein, Leute, Rache. Nein. Nein, Leute, Rache ist... Ich möchte gerne hier... Oh, da komme ich also nicht durch. Ach so. Und...
drüben. Hast du eigentlich was Neues für mich? Brauchte ich am Lagerhaus. Ja, also nicht. Als Kind hätte ich mir das niemals träumen lassen. Ach so, das ist nur Wasser. Ja, genau, nehmt mal Haltung an hier. Eine Barbarin kommt vorbei. Komm ich da? Ja, ich komme da volle Kanne an ihm vorbei. Der mich übrigens garantiert bescheißen wird. Du bist wieder da. Wie war es denn? Schön. Sehr kostspielig. Das hatte ich befürchtet. Die Zahnmaschinen, es ist kompliziert. Aber eine Art Signal hat sie beruhigt. Deine Männer waren gierig. Es ist weg. Glücksspiel lohnt sich nicht, Mädchen. Wäre ich doch Waffenhändler, das bringt was ein. Hier, nimm das. Die Hälfte, die für diese Schufte bestimmt war. Hälfte? Der Job ist erledigt. Und was sagtest du? Für ein Gewand, das besser zu mir passt? Was willst du, Kaja-Seide? Ach, ich greif mir selbst in die Börse. Tja. Ernsthaft außergewöhnlich? Mehr nicht. Kann ich euch vielleicht für eine lukrative Gelegenheit interessieren? Dies ist das Haus. Bist du da, Derval? Überraschungsbesuch! Ernsthaft? Oder er hat eine Überraschung für uns. Ist es eine Bombe? Die nicht eine echte groß Bombe. Aus. Gut groß genug, um uns zu töten. Stimmt. Ich halte meinen Mund. Wenn ich versuche, sie auseinanderzunehmen, geht eine Sprengladung los. Ach, ich dachte, ich bin jetzt auch noch vom Bombenentschärfung. Alter, geh mir aus dem Weg vom Bombenentschärfungskommando, hä? Hä? Oh. Das ist viel Lohe. Wenn die Bombe unten hochgeht, passiert, was der Wal gesagt hat. Rauch verdunkelt die Sonne. Und die Stadt steht in Flammen. Wir müssen das unbedingt verhindern. Oh. Ja, aber wenn ich jetzt... Eine Halterung aus Holz. Nicht sehr stabil. Begutachten, hä? Hilf mir, das muss raus. Okay, hohe Gewalt, das kann ich gut. Und dann? Es rettet die Stadt, hoffe ich. Aber wenn die Lohe fällt, lauf weg. Denn die Sprengladung an der Bombe unten lässt sie dann hochgehen. Überleben wir das? Vermutlich nicht. Jetzt drück! Geschafft! Der war die beste Chance. Und der Meridian steht noch. Es ist nicht vorbei. Der Wal sagt, der Avat soll Zeuge sein. Niemals.
Dazu müsst ihr in den Palast eindringen. Und der wird sehr gut bewacht. Geh zurück, nur zur Sicherheit. Ich sehe mich hier mal um. Vielleicht haben sie etwas zurückgelassen, außer der Bombe. Verstanden. Keine Sorge. Wenn er in den Palast will, ist er erledigt. Beeil dich.